Hallo und willkommen in unserem Video zum Spezial Vla Pfannkuchengeschmack. Hammerhart. Ich gehöre ja zu der Generation, die früher noch nach Venlo gefahren sind, um Vla zu kaufen, weil es das in Deutschland nicht gibt. Mittlerweile gibt es das ja auch doch sehr häufig in deutschen Supermärkten. Aber ich fand diese Pfannkuchen Vla Spezialedition mit echten Pfannkuchenstückchen, das fand ich das Besondere daran, äußerst interessant. Und ja, da habe ich gedacht, das müssen wir einfach mal testen. Auch wenn man es nicht im Atundo-Shop kaufen kann, ist es ein Produkt, was man einfach mal getestet haben muss. Das ist eine 1-Liter-Packung. Hier gibt es auch noch einen Tipp, wie man es verbessern kann. Also wenn du dieses Vla noch spezieller machen möchtest, dann ja, nimm echte Pfannkuchen mit Stückchen, mit Früchten oder Bananen oder Erdbeeren und ein bisschen Schlagsahne noch rein. Also, ja, dann wollen wir euch den Pfannkuchenmix hier einfach mal zeigen und wollen mal schauen, ob das was kann. Ja, das ist ja mit das Wichtigste. Also ist sehr flüssig, wie man sieht. Und dann, weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wir schwenken die Kamera mal ein bisschen rum. So, und hier kann man dann auch schon einiges drin erkennen. Also es ist in dem Vla was drin und hier kann man auch Pfannkuchenstücke erkennen, scheinbar. Und ja, vom Geschmack her. Ja, schmeckt ein bisschen, ja, doch pfannkuchenmäßig schmeckt man raus. Man hatte erst so ein bisschen gedacht, schmeckt ein bisschen nach, Büchermüsli. Aber doch, es ist Pfannkuchengeschmack. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo in Holland das zu kaufen, ihr könnt es leider nicht verschicken, weil es Kühlkette ist. Sonst hätten wir es mit Sicherheit ins Sortiment genommen. Also, Pfannkuchen, Spezial, Vla, ab sofort in den Niederlanden.